Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrelda.de. Heute beschäftigen wir uns mit dem Kondensator. Der Einfachheit halber werde ich mich mit dem Plattenkondensator beschäftigen, aber natürlich gibt es auch noch andere. Plattenkondensator heißt, wir haben zwei Platten, die gleich groß sind und die parallel zueinander stehen im Abstand d. Diese beiden Platten sind geladen, die eine positiv, die andere negativ. Nun wissen wir, dass in solch einem Fall natürlich ein elektrisches Feld, ein elektrisches Feld, das homogen ist, sich dazwischen befindet. Homogen, das heißt, ich müsste auch hier immer Äquidistanz die Feldlinien zeichnen. Sie beginnen bei Plus und enden exakt bei Minus. Oder der negativen Lage. Nun, wir wissen, wenn ich ein elektrisches Feld habe von zwei Platten, die sich gegenüberstehen, dann gilt für die elektrische Feldstärke E ist gleich U durch D. Das heißt, hier entsteht eine Spannung. Andersrum gesagt, wenn ich eine Spannung anlege, dann lädt sich auch der Kondensator auf. Und wenn ich jetzt nachmesse, wie viel Ladung da drauf ist, bei welcher Spannung, dann stelle ich fest, umso höher die Spannung ist, umso mehr Ladung habe ich auf diesem. Also ich hänge das an eine Spannungswelle, dann stelle ich die Spannungswelle ab und messe die Ladung, die da waren, mit so einem Ladungslöffel. Und ich stelle fest, umso größer die Spannung war, die ich angelegt habe, umso mehr Ladung war da. Und das verhält sich linear. Das heißt, wenn ich die Spannung verdoppelt, ist auch doppelt so viel Ladung da gewesen. Das heißt, da ist eine Proportionalität zwischen U und Ladung Q. Die Ladung Q, die also hier auf einem dieser Platten liegt, einmal positiv, einmal negativ. Und wenn etwas proportional ist, kann ich einen Proportionalitätsfaktor bestimmen. Und das tun wir und sagen einfach C ist Q durch U, das Proportionalitätsfaktor. Dieses C nennen wir die Kapazität eines Kondensators und das charakterisiert eben unseren Kondensator. Und die Einheit von C wäre das Farad 1 groß F oder ausgeschrieben ein Farad. Wenn ihr sowas ausrechnet, die meisten Kondensatoren haben sehr, sehr kleine Kapazitäten. Soll heißen, wundert euch nicht, wenn ihr eine ganze Menge Nullen habt im Nanofarad, Mikrofarad, Bereich da irgendwo euch befindet. Nun, wenn ich mir das dann hier anschaue und überlege mir, dass ich auf dieser einen Platte hier einfach ein Elektron sitzen habe. Und dieses Elektron möchte ich nun auf diese Seite, auf die negativ geladene Seite des Plattenkondensators befördern. Und ich möchte nun wissen, wie viel Arbeit leiste ich, wenn ich das hier rüber befördere, oder wie viel Energie muss ich diesem Elektron zuführen, damit es möglich ist. Wir wissen nun, da auf dieses Elektron, ein Elektron und auf eine Ladung im elektromagnetischen Feld wirkt immer die elektrische Kraft FEL. Und F elektrisch ist einfach Q, die Ladung, also wenn es ein einfaches Elektron wäre, wäre es einfach nur die Elementarladung E, mal die elektrische Feldstärke E. Jetzt muss ich das hier rüberbringen, das heißt, ich bewege etwas entlang einer Kraft. Aus der Mechanik wissen wir dann, dass die Arbeit oder die Energie, die ich dafür brauche, berechnet werden kann mit F mal E, Kraft entlang des Weges. Nun fassen wir doch mal das alles ein bisschen zusammen. F wissen wir ist Q mal E, also Q mal E D. Und nun können wir aber auch E noch ausdrücken, Q mal U durch E, mal D, D und D, das hebt sich auf. Wir wissen also, die Arbeit, die ich brauche, um eine Ladung von hier nach hier zu transportieren, ist genau Q mal die Spannung U. Jetzt interessiert mich natürlich, wenn ich so einen Kondensator auflade, wie viel Energie steckt denn eigentlich in diesem Feld? Die ganze Energie, die ich brauche, um diese Elektroden hier rüber zu bringen,
Dadurch, dass hier wieder mehr Ladung ist, muss ja nach dieser Formel automatisch auch U steigen, die Spannung. Ich transportiere also hier Elektronen über, die Spannung steigt. Ich habe da Energie reingebracht, immer muss die Energie sein. Diese Energie steckt in diesem elektrischen Feld. Und nun wollen wir wissen, wie viel Energie steckt da wirklich genau drin. Das schauen wir uns am besten, das veranschaulich kurz ein Diagramm an. Ich zeichne auf dieses Diagramm einmal die Spannung U und zum anderen die Ladung Q. Und jetzt weiß ich, C ist Q durch U. Das heißt, wenn ich das einzeichnen möchte, kann ich das auflösen. U ist gleich Q durch C. Also U, wenn ich U einzeichnen möchte und Q weiß, bei 0 gleich 0. Das heißt, ich habe auf jeden Fall eine Funktion, die durch den Ursprung geht. Und nun habe ich hier einen konstanten Faktor 1 durch C mal Q. Das heißt, ich habe eine Ursprungsgerade. Das heißt, das kann ich einfach so aufzeichnen. U in Abhängigkeit von der Ladung Q. Nun haben wir aber gesehen, Energie ist Q mal U, Ladung mal Spannung. Das heißt, ich kann jeweils ausrechnen, was ich gebraucht habe. Es wird immer anstrengender, umso mehr Ladung schon da ist, umso mehr Spannung habe ich schon, umso stärker, umso mehr Kraft oder Energie muss ich aufbringen, um diese Ladung hier rüber zu befördern. Das heißt, es wird jedes Mal schwieriger und schwieriger und schwieriger und ich müsste das jedes Mal aufaddieren und schlussendlich ist es nichts anderes als die Fläche. Die Fläche unter diesem Dreieck wäre also die Arbeit, die ich brauche, die ich reinstecken muss, um mich so weit aufzuladen, oder die Energie. Und eine Fläche und ein Dreieck berechnen, das ist einfache Mathematik. W ist also nichts anderes als 1/2 mal U mal Q. Ich unterscheide jetzt zwischen Q, der Gesamtladung, also wir rechnen hier aus, am Ende des Ladevorgangs, wie viel Spannung vorhanden ist und wie viel Ladung vorhanden ist. Dann kann ich meine Energie ausrechnen. Hier oben war das eine Einzelladung, die sich im Feld bewegt hat und die wir da transportiert haben. Nun, manche kennen diese Formel noch etwas anders. Das heißt, wir wollen das mal umformen. Wenn wir wissen, U können wir schreiben als Q durch C. Also haben wir hier Q Quadrat durch C. Oder als nächste Schreibweise, ja, mal Q ersetzt, jetzt ersetzen wir Q. Q ist einfach C mal U, steht nicht da, aber könnt ihr hier ganz einfach umformen. Also habe ich C mal U Quadrat. Das sind so die wichtigsten grundlegenden Formeln, die ihr beim Kondensator wissen müsst. Ich werde noch ein weiteres Video drehen zum Aufladen- und Entladevorgang von Kondensatoren. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch da reinschaut. Bleibt uns gewogen und schaut mal bei uns auf Facebook rein.